Diese 7 Alarmsignale musst du unbedingt kennen. Sie sind wichtiger als jedes Setup, wichtiger als jede Strategie. Schau es dir bitte an. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, ich möchte euch mal die Namen zweier Aktien nennen. Erstens Eurogas. Die Älteren unter euch werden sich vielleicht erinnern. Die zweite Aktie, tja, die ist dann schon ziemlich exklusiv, die heißt Kaleidoskop Media. Keine Sorge, ihr braucht weder nach einer Wertpapierkennnummer noch nach einem Chart zu suchen. Beide Papiere gibt es nämlich nicht mehr. Was haben aber beide Papiere? Von ihrem Namen her haben sie ja ein Geschäftsfeld gehabt, was weit, weit auseinander lag. Also ich wiederhole es nochmal, Eurogas und Kaleidoskop Media. Was haben beide Aktien miteinander gemein? Sie sind wertlos ausgebucht worden. Und dafür musste ich sogar noch was bezahlen für diese wertlose Ausbuchung. Es sind also Sünden meiner Jugend gewesen. Unternehmen, die ich nicht verkauft habe, obwohl ich sie hätte verkaufen sollen. Und hätte ich diese 7 Alarmsignale, zumindest eins davon, beherzigt, die ich euch gleich zeigen werde, dann wäre das Ganze nicht passiert und ich hätte, und das ist der Vorteil, wenn man jung mit dem Trading beginnt, beziehungsweise wenn man am Anfang seiner Trading-Karriere steht, in der Regel hat sich dann noch kein so imposanter Kapitalstock aufgebaut. Und das ist eigentlich auch ein ganz natürlicher und kluger Vorgang. Das heißt also, wenn ich viele Fehler mache, wenn ich Erfahrungen sammle, dann ist mein Konto noch so klein, dass die Erfahrungen nicht so teuer sind, als wenn ich sie später gemacht hätte. Dennoch gibt es das ein oder andere, was man sich sparen kann. Und deswegen möchte ich mit euch auf diese 7 Alarmsignale gehen. Und ich verspreche euch, am Ende kommt es auf so etwas an. Das ist nämlich das, was sich bei euch hier oben abspielt. Und das hat nichts mit Strategie und das hat auch nichts mit Chartanalyse, das hat auch nichts mit Indikatoren zu tun. Denn all diese Dinge sind gut und schön. Und wer denkt, es gäbe in irgendeiner Form den heiligen Gral, also er müsste nur diese Chartkombination, dieses Setup, müsste er mit diesem Indikator verbinden. Und dann ist das wie eine Gelddruckmaschine. Der wird sich über kurz oder lang getäuscht sehen. Ich sage euch, der Unterschied zwischen einem profitablen Trader und jemand, der es nicht schafft, nicht schaffen möchte, oder der dann entnervt aufgibt, der Unterschied, der liegt hier oben zwischen unseren beiden Ohren. Das macht es manchmal ein klein wenig anstrengend, aber deswegen möchte ich euch ja schwarz auf weiß diese 7 Warnsignale jetzt zeigen. Die verhindern noch nicht zwangsläufig, dass ihr Fehler machen werdet. Aber wenn ihr diese Checkliste immer mal durchgeht, in einem Moment, wo ihr sagt, es kann doch nicht wahr sein, schon wieder eine Woche nur Verluste oder vielleicht ein Quartal, was mache ich eigentlich falsch? Ja, natürlich. Es kann strategische Fehler geben, aber ganz, ganz oft ist es einer dieser 7 Fehler, der dazu führt, dass ihr Geld verliert. Und deswegen gehen wir die mal im Schnelldurchgang durch. Erstens, du verlierst häufig mehr, als du vorher einkalkuliert hast. Das hört sich relativ banal an und es hört sich auch ziemlich einfach an, diesen Fehler zu umgehen. Ist es aber in der Praxis häufig nicht, weil wir ihn so gar nicht wahrnehmen, weil wir uns das Ganze nämlich noch einreden, werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Aber das heißt schlicht und einfach, wenn du deine Trade-Liste durchgehst und ich kann jedem, absolut ausnahmslos, jedem nur empfehlen, so ein Trading-Journal zu führen. Ja, ich habe es euch neulich schon gesagt, ihr bekommt es ja von eurem Broker. Das sollte in den allermeisten Fällen so sein. Also Q-Trade, dann sehe ich, was habe ich da an Trades umgesetzt. Und dann hefte ich das in der Regel noch, auch das habe ich neulich schon mal erwähnt, das ist aber sehr, sehr wichtig, dann hefte ich das zu meinem Stapel von DIN A4 Zetteln, wo drauf steht, was habe ich an dem Tag gehandelt, welche Richtung, wie ist das Ganze ausgegangen. So, und das solltet ihr euch anschauen. Und wenn ihr da sagt, okay, im Schnitt plane ich 1% zu verlieren, wenn die Position also gegen mich läuft. Und wenn ihr dann erkennt, die Position hat mich 3% gekostet oder 5%. Klares Warnsignal. In irgendeiner Form habt ihr euer Setup, habt ihr eure Planung nämlich über den Haufen geschmissen. Zweiter ganz wichtiger Punkt. Du erhöhst die Positionsgröße nach Verlusten. Der Gedanke dahinter ist ganz klar. Ich will den vorherigen Verlust wieder wettmachen. Murphy's Law
Also Murphys Gesetz ist einer der Regelmäßigkeiten, die mit einer solchen Wucht immer wieder zuschlägt. Also der Gedanke, mit dem nächsten Trade hole ich nur eben die Verluste auf, die ich mit dem vorherigen verloren habe. Ach ja, der ist so alt wie das Trading selbst. Aber ich sag's euch, normalerweise ist es wie in einem Boxring in der 13. Runde. Wenn ihr da taumelt, wenn ihr rechts bekommt, in aller Regel ist eure Deckung dann unten und dann bekommt ihr links auch nochmal. Wollt ihr das? Besser nicht, denn es kostet einfach Geld. Drittens, du ignorierst Stops oder platzierst sie spontan weiter weg. Ich weiß, das garantiert, und das kommt jetzt auch nicht ganz überraschend, eine Reihe verschämt nach unten blickt und sagt, oh, naja, hin und wieder. Das ist uns jedem schon mal passiert. Also der Trade läuft nicht in unsere Richtung und wir sagen, jawohl, das ändert sich. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ich habe da ein gutes Gefühl, ist ganz oft der letzte Gedanke, bevor man denkt, so ein Schau. Also, keine Stops ignorieren. Ihr habt sie mit Absicht an einer charttechnisch relevanten Stelle platziert, damit ihr aus einer Position rauskommt und zwar mit einem vorher definierten Verlust. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Viertens, aus einem Daytrade wird plötzlich eine Investition. Aus meiner Sicht wahrscheinlich eine der häufigsten Fehler und das ist, worauf ich am Anfang Bezug genommen habe. Kaleidoskop Media und Eurogas. Gott sei Dank sind es nicht viel mehr Aktien, die ich aufzählen kann. Meine Frau lacht im Hintergrund, weil sie weiß, ah, sowas ärgert mich noch 10, ja eigentlich sind es sogar noch weit mehr. Es ist 20 Jahre her. Ja, das ist mein allererstes Depot bei der Sparkasse gewesen. Gott sei Dank waren die Einsätze sehr gering, aber es ärgert mich noch heute. Das war absehbar. Ich hätte es schlicht und einfach lassen sollen. So, sich 20 Jahre später zu zerfleischen, macht aber keinen Sinn. Damit ihr das nicht machen müsst, aus einem Daytrade wird plötzlich eine Investition ganz schlechte Idee. Investitionen, also investieren, langfristig in Vermögenswerte investieren, in Sachwerte und Aktien sind nun mal A, der liquideste Sachwert und B, der, wenn man auf Sicht von Jahrzehnten guckt, rentabelste. Eine gute Angelegenheit, aber eine ganz andere Disziplin. Ihr kauft beispielsweise gerne in Schwäche Qualität nach. Ja, Daytrading, etwas völlig anderes. Liegen halt ein, zwei, drei Jahrzehnte dazwischen. Schlechte Idee. Fünftens, vermutlich auch ein recht häufiger Fehler, du verbilligst Verlustpositionen. Vorsichtig, es geht hier nicht um das Pyramidisieren. Das heißt also, wenn ich von vornherein den Plan hatte, im Gewinn liegen, das gibt es, also Staffeleinstiege, zu pyramidisieren, das ist aus meiner Sicht in der Regel die bessere Variante. Für die andere Variante, nämlich im Verlust liegend aufzustocken, muss man sehr viel Erfahrung haben, weil es mentale Disziplin erfordert. Können wir hier nochmal in einem extra Video besprechen, weil sich die Positionsgröße, mit der wir dort einsteigen, in der Regel verändert. Also so, dass wir nach dem dritten Einstieg unsere volle Position haben. Zu sagen, ich kaufe und dann fällt etwas, wenn ihr eingestiegen seid, und dieser Basiswert, beispielsweise eine Aktie, soll steigen und sie fällt, dann dürft ihr zu diesem Zeitpunkt schon mal festhalten, der Markt hatte recht, ich hatte Unrecht. Euch ist sehr viel gedient, euch ist geholfen, wenn ihr das schon mal akzeptiert für den Moment. Der Gedanke, am Ende werde ich aber doch recht haben, tja, das ist so ähnlich wie mit dem großen Jungen auf dem Schulhof, der immer schon viel größer aussah, die anderen auch verkloppt hat. Ja, vielleicht gewinnt ihr im Armdrücken gegen ihn. In ganz vielen Fällen gibt es aber kräftig drauf. Auch hier bitte unbedingt darauf achten. So, dann sechstens. Du suchst nach Ausreden bzw. Gründen, um in der Position zu bleiben. Das ist in Zeiten der sozialen Medien sehr viel einfacher geworden. Also, wir gehen einfach in irgendein Forum von, keine Ahnung, Wall Street Online, Arriva oder. Und dort finden wir Gleichgesinnte. Ja, kenne ich auch. Ich hatte, habe ich hier mal erzählt, als ich mit dem Trading, beziehungsweise mit Trading war es eigentlich gar nicht, mit der Aktienanlage begonnen habe, Highspeed Net Solutions, einmal hoch von rund 20.000 auf, ich spreche es nicht nochmal aus, sonst kriege ich eine Krise. Also klar, sechsstellig, alles in einer Aktie, muss man auch dazu sagen, das waren Dotcom-Zeiten, da war alles anders. Und dann auch den ganzen Weg wieder zurück. Und wir waren den ganzen Tag eigentlich nur im Forum beschäftigt, uns gegenseitig Mut zuzusprechen. Das Ding wird noch kommen, auf jeden Fall. Das kennt jeder. Riesenfehler, keine Argumente. Wenn der Stop erreicht ist, raus. Habt ihr keinen Stop gesetzt? Seid ihr keine Trader? Dann spreche ich euch gar nicht an. Wer nämlich in irgendeiner Form etwas kauft und sagt, ich gehe da mal ohne Stop rein, weil ich kann nur recht haben, dann seid ihr hier verkehrt, habt mit Trading nichts zu tun.
Das ist, keine Ahnung, beten, hoffen, spekulieren. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Das hat aber mit geordnetem Trading nichts zu tun. Ihr werdet am Ende sowieso, es sei denn, gehört zu den glücklichen 1%. Das gibt es natürlich wie beim Lottospielen. Ja, das kann auch mal gut gehen. In aller Regel werdet ihr aber eh pleite sein. Dann könnt ihr es auch so machen, da braucht ihr nicht den Umweg übers Trading zu gehen. Das wird nämlich mit dieser Herangehensweise auch schief gehen. Das kann ich mal in aller Offenheit so sagen, weil es keine Gegenbeispiele gibt. So, letzter Punkt und der ist ganz, ganz wichtig für eure Gesundheit. Du schläfst schlecht, weil dich offene Positionen um deine Nachtruhe bringen. Morgens greifst du zuerst zum Smartphone. Ich lächle wieder meine Frau an. Das waren Zeiten, ja, das habe ich gemacht. Und zwar am Anfang. Wir haben uns ja relativ früh kennengelernt und ich glaube, sie säße mir heute nicht gegenüber, wenn das so weitergegangen wäre. 24/7, ich war immer mit dem Aktienmarkt beschäftigt. Immer. Und zwar egal, ob es gut oder schlecht lief. Und ich sage euch heute, das ist keine gute Idee. Das kostet einen Teil eurer Gesundheit. Wir werden dann in der Endabrechnung sehen, wie viel es gekostet hat. Und dann muss ich auch werde ich die Konsequenzen auch möglichst mannhaft ertragen. Aber das ist nicht sinnvoll. Wenn euch das Trading, wenn euch eure Positionen um den Schlaf bringen, um eure Gesundheit bringen, dann beendet die Positionen entweder, konzentriert euch also voll aufs Daytrading oder findet einen Weg, damit umzugehen. Yoga habe ich heute um 19 Uhr. Das mache ich im Übrigen nicht erst, seitdem ich trade. Meine Frau macht auch das Yoga mit. Also darum geht es nicht. Es geht beim Yoga vielmehr darum, Entspannungstechniken kennenzulernen, aber natürlich auch sich zu dehnen, zu strecken, zu... Ich bin ganz ehrlich, ich will einfach den Golfball mindestens so weit hauen wie letzte Saison, eigentlich noch weiter. Also darum geht es beim Yoga. Was ihr macht, ihr könnt euch natürlich auch anders ablenken. Suchtmittel sind gern genommen, aber weder Schnaps noch Zigaretten werden etwas an dieser Position ändern. Ganz, ganz wichtiger Punkt, fast der allerwichtigste Punkt. Lasst nicht zu, dass das Trading euer Leben, eure Familie, eure Partnerschaft, Kinder in irgendeiner Form beeinflusst. Das ist es nicht wert, egal wie hoch der finanzielle Erfolg am Ende ausfällt. Versprochen. So, das war's für heute. Und wer nun sagt, ich hätte gern hin und wieder mal ein Setup, an dem ich mich anfangs orientieren kann, der kann das bekommen. Und zwar hier unter dem Kanal könnt ihr euch für meinen absolut kostenlosen Tradermacher-Report eintragen. Und diesen Report, den könnt ihr, und das ist mir ganz wichtig, das zu erwähnen, weil das ja nicht selbstverständlich ist, den könnt ihr auch genauso leicht wieder abbestellen, wie ihr ihn bestellt habt. Ja, bestellen hört sich nach bezahlen an, müsst ihr aber nicht, ist kostenlos. Einfach mal ausprobieren, würde mich freuen. Ansonsten hoffe ich, dass euch diese 7 Alarmsignale weiterhelfen. Ich hoffe, sie treffen euch in der Praxis nicht einfach oder unvorbereitet jetzt. Und wenn eines dieser Alarmsignale bei euch auftauchen sollte, macht einen Cut in irgendeiner Form. Das ist ganz, ganz wichtig. Zeitlich, gedanklich. Es muss sich etwas verändern. Ansonsten heißt das nur am Ende weniger Geld auf dem Depot oder im Depot oder am Ende sogar das Ende des Depots. Das geht schneller, als man denkt. Das war's jetzt aber wirklich für heute. Ich sende euch ganz liebe Grüße. Bis dann, euer Lars.